Willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Im letzten Part haben wir die Gardine. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Gardine. Gardine. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dieses Schiff hier bestiegen. Mit einem fliegenden Manta. Der leider abgeschossen wurde, aber naja. Lässt sich wohl nicht ändern. Kriegspanzer. Hört sich gut an. Und ja, wir schauen uns gerade hier auf dem Schiff um. Und warum der nur einen Schritt auf uns zu gemacht hat und uns dann komplett in Ruhe gelassen hat. Statt einem Hinterhalt haben wir so jetzt einen Vorteilsangriff sogar. Von mir aus gerne. Bombe. Rap kriegt derweil wieder. Use your guts. Guts. Und er hat Stramm gelernt. Und wow. Oder Stramm. Was auch immer das sein soll. Okay, das Schockschwert geht wirklich auf alle. So. We won, we won. Die Typen stellen definitiv kein Problem dar. So, Rap. Zeig mal her. Müsste jetzt Erdestufe 4 sein, nehme ich hier im Sinne, oder bist du schon auf 5? Bist schon auf 5, okay. Wow bringt halt momentan nicht so viel. Und Stram ist auch nur ein Heilungsding. Also immer noch kein Angriff für deine Erde. Was ein bisschen doof ist, aber okay, wir können doch nochmal Wind ein bisschen steigern, dann lernst du auch noch einen neuen Angriff. Mal sehen. Da ist noch Geld. Also probieren wir nochmal kurz Wind eine Stufe höher zu bringen, damit du einen neuen Zauber lernst. Und danach machen wir bei Erde weiter. Auch wenn es momentan ein bisschen nervig ist. Mit einem Schlag erledigt. Wow. Sehr gut, Justin. So wie das dazu, dass Justin momentan total overpowered bei uns ist. Da haut den halt einfach mit einem Kombi-Angriff weg. Also mit einem Angriff vom Kombi-Angriff, wohlgemerkt. Na, du wirst wahrscheinlich nie mehr zum Graben kommen, aber naja, mein Gott. Hätten es ja noch mal versuchen können. Dem, dem, dem. So. Definitiv trotzdem weiterhin keine Probleme hier bei den Gegnern. Heilen wir uns noch mal kurz. Okay. Nichts weiter rum. Auch nicht. Folgen wir erst dem Weg und hier können wir weiter. In den Maschinenraum. Wenn wir im Maschinenraum ein bisschen Havoc machen. Okay, ist schlecht, irgendwas kaputt zu machen, aber okay. Rein theoretisch hätten wir jetzt irgendwas kaputt machen können. Vielleicht. Okay, und hier ist überhaupt nichts. Schade. Hey, was ist das alles? Kennt das hier irgendwer, Jungs? Vielleicht eine Lokomotive, aber scheint keinen Dampfantrieb zu haben. Beeindruckend. Das wurde mit alter angelonischer Technologie hergestellt. Interessant. So,
habe ich auch schon wieder einen Speicherpunkt gesehen. Irgendwelche Art von Kolben. Ihr seid der Motorraum hier, ne? Grandeur, genau so ist es. Kontrollraum. Dann speichern wir mal lieber. Kontrollraum hört sich irgendwie so wichtig an. Wollen wir doch mal sehen, was da so auf uns wartet. Vielleicht können wir Ball ja direkt einer ins Gesicht hauen. Wäre ganz nett. Okay, es sieht aber nicht aus wie die Brücke direkt. Sondern es ist tatsächlich eher ein Raum, um alles zu kontrollieren. Okay, ihr drei. Hehe, was dachtest du? Könntest du hier tun, Justin? Also Schatz, nach meinen Berechnungen ist er hier, um diesen armen ikarischen Mädchen zu helfen. Oh Gott, er hat keine Ahnung. Danke für den Geisterstein, wir haben ihn beim Turm der Verdammung vergessen. Damals hatte er Glück, aber jetzt gebt ihr ihn uns, wenn ihr vernünftig seid. Glück gehabt? Ja, stimmt, wir haben euch verprügelt und sind weg. Ganz ruhig, Affengesicht. Wir werden uns schon noch rächen. Ihr könnt es gerne versuchen. Vielleicht haben wir schon gegen alle drei gekämpft, ich hab's echt vergessen. Ich glaube aber ja. Nee, haben wir nicht, die sind weggerannt. So. Das heißt aber... Okay, Bombe. Good. Take this. Hup, hup, hup. Bang. Kein Problem. So. Himmel und Erde Hieb. Und du darfst... Ich sag erstmal... Sepp alle machen. Prepare yourself. This is it. So, dieser Kampf könnte ziemlich einseitig werden. Alleine jetzt durch diesen Angriff. Hast du vor? Wie soll echt einfach durch den ganzen Raum gefetzt werden? Auch Rap hat einen sehr, sehr guten Angriff. Mit Sepp alle. Oh ja. Aber immerhin, die eine kommt schon mal zum Angreifen. Here we go! The training attack! Haha! Let me show you my splendid moves. According to my calculations, this one will get him. Here goes! Yes! Okay, jetzt machen wir anscheinend einen Dreifachangriff. Okay. Was auch immer. Here we go! The Trinity Attack! Let me show you my splendid moves. According to my calculations, this one will get him. Okay, die spammen das Ding also. Verstanden, da macht es sogar ein bisschen problematisch. Das wäre wieder so ein Fall gewesen, wo der Heulschlag, Heulnado am Anfang ganz gut gewesen wäre. Ja, wenn sie das jetzt auch einsetzt, ist Guido zumindest schon mal dahin. Here we go! The Trinity Attack! Let me show you my splendid moves. According to my calculations, this one will get him. Die ist halt echt dreimal hintereinander spammen, diesen Angriff. Ich könnte diesen Kampf, glaube ich, sogar tatsächlich verlieren, wie ich das gerade sehe. Belebungsstein gestärkt. Okay, Guido hat auch noch einen. Hilft natürlich. Aber, ja, ich komme noch vorher dazu. Dann kann ich sie abbrechen mit dem Drachenhieb. Gadwin, secret move. Dragon King Slice. Ansonsten hätten die uns jetzt echt da drinnen gelockt. Die! Okay, jetzt machen sie auch was anderes. Ich glaube aber, diesen Kampf könnten wir trotzdem verlieren. Ich glaube, diesen Kampf verlieren wir sogar absichtlich, um ehrlich zu sein. Ich finde das nämlich ziemlich doof, dass jetzt zwei Belebungssteine dafür weggegangen sind, für diesen simplen Kampf eigentlich. Ich
Wettkampf anders angehen müssen. Ich sehe es aber schon kommen, jetzt wo ich verlieren will, verliere ich trotzdem nicht. So, die erhöht ihren Angriff immer weiter. Alle heilen. Oh ne, darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, obwohl eigentlich ist es mir egal. I show no mercy. Jetzt verteidigt sie sich auf einmal, wo sie eben erst alle heilen einsetzen wollte. Ich gewinne den Kampf halt trotzdem. Das ist das Problem. Ich möchte den Kampf gar nicht gewinnen jetzt mehr. Wisst ihr was? Ich glaube, ich resette jetzt einfach. Ich bin gleich wieder da. So, und da sind wir auch wieder im Kampf. Ich werde es halt diesmal jetzt ein bisschen besser angehen. Im Sinne von, ich gehe erstmal auf Mio mit Guido da hinten. Und nutze mit Justin direkt den Drachenhieb. Gadwin's secret move. Dragon King Slice. Und gehe ebenfalls mit Rap. Mit Rap bewege ich mich sogar einfach nur mal. Nach da oben. So. Here we go! The Trinity Attack! Let me show you my splendid moves. According to my calculations, this one'll get him. Here goes! Yes! So, die macht es halt wirklich jetzt nur. Ihr habt ja gesehen, die haben, nachdem sie das dreimal hintereinander eingesetzt haben, nicht, überhaupt nichts mehr gegen mich zu melden. Aber ich möchte wirklich ungern die zwei Belebungssteine so wegverschwenden. Anders kann man das echt nicht mehr nennen. Und ja, deswegen mache ich es lieber halt jetzt nochmal. So. Nochmal den Drachenangriff. Damit Rap auch mit seinem Zap alle erstmal als erstes durchkommt. Bevor eine weitere Dreifaltigkeit kommt. Oder wie auch immer. 100 Millionen Volt, take that! So. I show no mercy. Okay, diesmal spams es auch nicht. So, Justin kommt eher zu Zug. Mach gegen Mio jetzt einfach den Torschlag. Fächer rausholt, ich glaub's ja nicht. So, Guido, du darfst auch nochmal auf sie angreifen. Das könnte Mio schon erledigen. Nee, nicht ganz. Schade. Aber das erledigt Mio jetzt. Gadwin's secret move. Dragon King Slice. So. Haben wir die Dreifaltigkeit schon mal komplett aufgehoben. Den können, Angriff können sie nicht mehr einsetzen. I must have miscalculated. So, Rap. Du darfst mal alle heilen drei machen.
Und du pfeifst Nana an. Werden wir jetzt doch nochmal den Himmel und Erde Hieb machen? Warum nicht? How about this? Ich sag ja, der Kampf ist echt einfach. Das Problem war halt nicht, dass sie dreimal hintereinander die Dreifaltigkeit eingesetzt haben und dadurch ich nicht mehr angreifen konnte. Prepare yourself. This is it. Ansonsten ist der Kampf so simpel. Das ist halt wirklich der einzige Angriff, vor dem man Angst haben muss, weil der auf alle trifft. Oder treffen kann. Und naja, ich habe den halt voll abgekriegt. Dreimal. So, da habe ich jetzt nichts weiter. Gibt es irgendwas, was ich einsetzen möchte? Ja, komm. Hauen wir Nana noch ein Get-Zap drauf. Burn to a crisp. So, reicht das schon? Großes Lasso? Wo war das bitte? Ein Lasso? Der hat mir einfach eine Mauschelle gegeben. What the hell? Holt einfach voll aus und gibt eine Mauschelle. Ich glaub's nicht. Use your guts. Guts. So, verschenken wir nochmal kurz Justin. Und der darf dann auf Saki einschlagen. Und jetzt hat sie ziemlich wenig zu melden. Und da haben wir sie auch. Alle drei ohne Probleme. Ah ja. Es war halt echt nur, dass sie mich in den Angriff gelockt haben. Das ist der Unterschied zwischen den Kämpfen. We won! We won! Bigger win! Wow, geben die viele Erfahrungspunkte. Wow. Stufe 28 und Stufe 31. Sehr schön. Ganz einfach. War ganz schön schwer für Mädchen. Okay, wo ist Fina? Bring uns zu diesem alten Buzzard Gal. Baal. Gal? Was? Du denkst, du hast uns geschlagen? Das ist lustig, stimmt's, Saki? Stimmt's? Oh, ja, stimmt. Wir haben dich gewinnen lassen, oder, Mio? Haben wir? Oh, ja, haben wir. Es war alles Teil unseres Plans. Es war alles von Anfang an geplant. Um Zeit zu gewinnen, die Jungs seid darauf reingefallen. Nach meinen Berechnungen ist die Grandeur nun fast an ihrem Bestimmungspunkt J-Basis angelangt. Ja, und dann werden wir alle unsere Soldaten holen und euch alle verprügeln. Wir werden dich besiegen, Justin. Und auch Affen- und Hasengesicht. Da gehen sie davon. Was nun, Jazz? Wir müssen das Schiff stoppen. Es wird viel Wirbel geben, wenn die Spinner recht haben und wir die Basis erreichen. Mal sehen. Aha, Mist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Lass mal Rap ran. Aber hast du nichts gesagt? Hier, lass mich nur was drücken. Untergang bestätigt. Letzter Befehl wird ausgeführt. Ups. Oh, naja. Hat er gerade die Selbstzerstörung aktiviert? Rapino, du hast das Schiff zerstört. Letzter Befehl. Kapiert? Ja, richtig. Das so, stimmt. Ich hätte es sowieso verramscht. Egal, kommt. Wir müssen weitergehen und Fina finden, okay? Jetzt haben wir noch weniger Zeit. Ja. Rap hat mal die Selbstzerstörung aktiviert. Warum nicht? War ja wieder klar. okay. Ist hier irgendwo eine Art Treppe oder sowas? Nö. Da liegt aber noch Geld. Nehmen wir natürlich mit.
Geld ist immer gut, auch wenn wir momentan eh viel zu viel davon haben. Also dass wir es verwenden könnten. Da liegt noch mehr rum. Und liegt hier noch irgendwo welches rum, mehr da hinten. Komme ich da rein? Balsräume. Okay. Ich soll aber anscheinend erstmal oben rein. Gehen wir jetzt mal unten rein. Okay, hier ist nichts weiter. Na, werf's um. Komm, du hast deine eigene Stadtstatuen umgeworfen, dann wirst du das hier wohl auch können. Ach Mann, Justin. Okay, dann schauen wir noch hier rein. Ich würde mal sagen, hier geht gerade wirklich alles hops. Oh ja. Wisst ihr, ich glaube, dass das Schiff in keinem guten Zustand ist. Oh, ah! Rap, Guido! Vergiss uns, Justin! Fina, rette sie! Aber, sei ruhig jetzt, rette Fina! Okay, das ging schnell. Da musste ich selber schnell sprechen. Wow, lieber halt. Halt das Schiff genau zwischen uns abbricht. Wir hatten das doch demnächst erst. Ich halt Web einfach wirklich diese scheiß Selbstzerstörung aktiviert hat. Ich verstehe. Das ist unglaublich. Oh Mann. Rap, du hast echt ein Talent, alles kaputt zu machen. So, ich hoffe mal. Ja gut, ich kann mich jetzt weiter bewegen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.